Moab liegt mitten im Herzen Westamerikas in den Canyonlands. Eine prächtige Landschaft, gespickt mit nackten Felsen und den Rocky Mountains als Hintergrundpanorama. Der fünfte Rallye-Tag wird den Fahrern einige Stunden in dieser wunderschönen Gegend schenken und sie zum Lake Powell führen, einem 200 Meilen langen See, der aus dem mächtigen Colorado River aufgestaut wird. Dies ist eine der landschaftlich reizvollsten Gegenden, die die amerikanische Natur zu bieten hat. Und es ist kaum vorstellbar, was die Fahrer in dem Moment empfinden, als sie nach 5 Tagen harter Fahrt unter schwersten Bedingungen nun bei strahlendem Sonnenschein die Spezialetappe mit dem fantasievollen Namen Poisonous Spider-Mäse unter die Räder bekommen. Das ist ein Terrain, das sich die Teilnehmer der Wildwest-Tour schon lange gewünscht haben. Sonnenschein, trockene Straßen, weicher Sand, harte Felsen und vor allem kein Schlamm. Fahrer und Gefährt sind nun in ihrem Element und das unwirtliche Wetter vergangener Tage ist mit einem Mal völlig vergessen. Der bekannteste Teilnehmer der Wildwest-Tour war Stefan Peter Hansel aus der französischen Gruppe. Er ist, einfach gesagt, der zurzeit weltbeste Langstrecken-Offroad-Rennfahrer. Er siegte bei den legendären Wüstenrallyes Paris-Dakar und Paris-Kapstadt 1991 und 1992. 4 Wochen bevor er zum Wildwest-Rallye-Unternehmen stieß, gewann er die längste Wettfahrt von allen, die über 16.000 Kilometer führende Rallye von Paris nach Peking in China. Er beendete aber auch schon Rennen in Ägypten, Tunesien und Marokko als Sieger und war französischer Enduro-Meister sowie Weltmeister in dieser Disziplin. Yamaha Tenere und Super Tenere Modelle sind mit ihren vorzüglichen Straßen- und Geländeeigenschaften seit Jahren echte Bestseller aller Klassen in Europa. Einen Großteil ihrer Anziehungskraft auf Offroad-Fans haben sie von erfolgreichen Fahrern wie Stefan Peter Hansel und der alljährlichen Spirit of Adventure, die den Gedanken des Abenteuermotorrades bestens vermitteln können. Die hervorragende Etappe über die Poisonous Spider-Mäse drückt den restlichen Wildwest-Touren ihren Stempel auf. Nachdem die Piloten dieses Gelände verlassen haben, warten schnell passierbare Offroad-Pisten auf sie. Am Horizont des weit offenen Landes zeigen